Als die Natur des Menschen, so habe ich gedacht, kann ich als Titel titulieren. Der Mensch erkennt, was er kennt, weiß und hört und versteht, wächst und er teilt ein in Einheiten, in Zeiteinheiten. Ich habe hier jetzt auch ganz viel eingeteilt. Ich darf laut sprechen, damit man versteht. Halt. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter, neunter, Oktober, sechster, achter, siebter, achter, irgendwo, September, Oktober, November, jeder kleine Stein, der Mensch, was hat er gemacht? Er macht kleine Steine rein, wo doch alles so schön ist, so schöne Steine, auch so kleine, schöne Steine. Ich verstehe das manchmal nicht ganz. Verstehe das nicht so ganz. Auf. Schreib dir auf, was du verstehst. Der Mensch, er läuft und geht. Wieder malt. Und ist unruhig und strahlt und isst, vor allem isst. Essen kann er auch ganz gerne. Und manchmal vergisst er auch, wo man es einschüttet. Zum Beispiel hier auf dem Weg. Macht er Röhre nur, weil es mir da klar wird im Gehirn. So Sachen macht er und dann schüttet er es auch da rein und schüttet und schüttet. Und dann macht er sich Licht. Man sieht das schöne Gesicht hier. Großes Licht. Und dann steht er auf und ha, schon steht er da wie jeder. Ein Mensch, kein Kind, ein Mensch erwachsen. So wie ich eins klar, na Gott, wie jetzt bin halt. Okay. Erwachsen, ich bin trotzdem noch ein Kind. Ist das nicht schön, ein Mensch von Anbeginn zu sein? So. Was macht er? Er malt. Das Wasserglas. Das ist ein Gesicht am besten. Das, mal das, was er kennt und kann. Am besten. Sonst wird es vielleicht nicht so gut. Also, mal das, was er kennt und kann. Und das ist halt, das ist ja schon was Popkunst, wie die Amerikaner uns gebracht haben. Bekannt, keiner kennt. Uns, aber alle kennen die Amerikaner. Wir kennen uns fast noch besser.
Malen mit Vormalen. Das weiß jeder, wie man malt. Zurück zum Stein. Ich kenne und erkenne Möglichkeiten im Denken zu wachsen, zu assoziieren, aneinander zu reihen, klein zu werden, groß zu werden. Und ich denke, die Natur gehört, ist in mir drin, weil wir dadurch leben und will nichts mehr erklären, sondern will einfach leben. Wie ist mein Leben überhaupt so weit gekommen oder warum lebe ich? Ich weiß es nicht. Weil es mir geschenkt wurde. Ich schenke und gebe, aber bekomme nicht vom Menschen, sondern von der Natur. Ich bekomme von der Natur. Der Mensch denkt oft nur an sich. Griff, meint er. Dabei ist es lächerlich. Ich mach mal an, das ist ja so eine Maschine, kann jeder anmachen. Kann jeder verstehen. Selbst wenn sie noch zu kompliziert ist. Wir sind nur Menschen. Wir können auch Kontakt zu höheren Wesen aufnehmen. Ich liebe und darum denke ich, Stein für Stein, vom Wegesrand. Zu deuten, mir ist Menschenhand, hier war er gewesen, der Mensch. Er taktet uns die Zeit unseres Weges und wir gehen weit, bis uns niemand mehr kennt und unser Puls am Ende findet. Stein für Stein, über Millionenfach hinaus. Über der Erdendach deutet auf den kleinsten Staub hinaus ins All und sieht einen kleinen Stern als kleinsten Staub, deutet auf, freut mich, dass ich glaub, erscheint, es scheint, erscheinen scheint und leuchtet uns ein Zusammensein, wir im Zusammensein, im Schein und ganz rein. Das mir hat eingefallen, ich das Bild gesehen habe, oder nicht? So bin das eben hier, fällt mir auch einiges ein. Ich denke da nicht so groß nach, sondern ich takte und ich begreife. Und so singe ich auch. Auch wenn ich mit kann, aber ich singe. Stein für Stein am Wegesrand deutet mir des Menschen Hand, taktet unsere Zeit und wir gehen mit ihr weit. Bis uns niemand mehr kennt, unser Puls findet ein Ende. Hinaus über das Erdendach und ich freue mich und gebe dir einen Staub und ich freue mich, dass ich glaube, dass ich glaube. Thank you.
Das war's von uns. Gott sei Dank.